Linke ist die Kollegin Sabine Ledig. Mein Name ist Ledig. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das Problem haben wir gerade schon gehört. Lange Zulassungszeiten für Schienenfahrzeuge. Dass das Problem auch schon weitgehend gelöst ist, haben wir auch gehört. Dass es unterschiedliche Schuldzuweisungen gibt, möchte ich mal feststellen. Die Bahnindustrie sagt, das Eisenbahnbundesamt ist schuld. Das Eisenbahnbundesamt erklärt, dass die Prüfunterlagen von den Bahnunternehmen oft nicht rechtzeitig vorliegen, nicht vollständig sind oder in sich nicht schlüssig. Und außerdem, dass sie nicht genug Personal haben, um schnell zu prüfen, wie es verlangt wird. Ich glaube, dass es noch ein tieferes Problem gibt, was so ein bisschen aus den Augen geraten ist, weil in früheren Zeiten gab es eine ganz enge Zusammenarbeit von Bahnindustrie und damals noch Deutscher Bundesbahn. Und in dieser Zusammenarbeit war ausreichend Zeit und es gab lange Testphasen, in denen neue Züge auf der Schiene, also in der Praxis, ausprobiert wurden und wo man sozusagen gegenseitig gemeinsam geguckt hat, was muss wo verbessert werden. Heute steht die Deutsche Bahn AG als Konzern sozusagen den Fahrzeugherstellern gegenüber. Jeder Seite will Gewinn machen, muss Gewinn machen. Und es passiert immer wieder, dass die Züge, die da bereitgestellt werden, eben nicht alle Anforderungen erfüllen. Und wir haben in der Anhörung gehört den Ausdruck, dass die Fahrzeuge beim Kunden reifen wie Bananen. Aber Schienenfahrzeuge, Eisenbahnen, Straßenbahnen sind eben keine Bananen. Und deshalb muss man da andere Maßstäbe anlegen. Die Bundesregierung schlägt nun nicht vor, dass wie bisher einzelne spezielle Aufträge vom Eisenbahnbundesamt an Spezialwerkstätten vergeben können. Das wäre nicht so schlimm, sondern was Sie vorschlagen, ist, dass das Zulassungsverfahren als Ganzes weitgehend privatisiert werden wird und dass das EBA am Schluss nur noch den Stempel draufdrückt. Und dazu sagen wir Nein. Denn die Unternehmen, die Sie ins Spiel bringen, die sind gewinnorientiert und müssen bei ihrer Arbeit 6 bis 10% Gewinnmarge erwirtschaften. Das kann man ihnen gar nicht vorwerfen. So sind sie konstruiert. Und deshalb wird die Arbeit nachher entweder teurer um diesen Gewinn oder die Anbieter drücken die Kosten, indem sie beim Personal sparen. Wir kennen dieses Problem. Wir haben es erlebt, übrigens auch bei der Deutschen Bahn AG. Aber gerade für diese sicherheitsrelevanten Bereiche ist das eine gefährliche Konstruktion, wenn dort an solchen Dingen gespart wird. Deshalb lehnen wir eine solche Privatisierung von dieser eigentlich hoheitlichen Aufgabe ab. Man kann auch die Zulassung von Automobilen nicht unbedingt als gutes Beispiel, als gutes Vorbild nehmen, denn Sie alle wissen, dass sich die Rückrufaktionen auch der großen Autohersteller in den letzten Jahren häufen. Und wir wissen, dass die immer komplexere Technik eben eine besonders sorgfältige und eine unabhängige Prüfung notwendig macht, ohne Zeit- und Kostendruck. Deshalb fordern wir, dass das Eisenbahnbundesamt eine starke Rolle als Aufsicht für die Deutsche Bahn AG haben und behalten muss und dass deshalb auch mehr Personal beim Eisenbahnbundesamt eingestellt werden muss. Wir brauchen auch eine Veränderung der Abläufe. Die Beschäftigten im EBA wissen sehr genau, wo es klemmt. Und es wäre sehr sinnvoll, da viel stärker mit den Beschäftigten aus der Praxis zusammenzuarbeiten. Ich bin gespannt, Kollege Burkhardt von der SPD, ob Sie uns da unterstützen in dieser Linie. Denn vor 2 Jahren, als Sie als Vorstandsmitglied der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft an den früheren Verkehrsminister geschrieben haben, haben Sie genau diese Position vertreten. Und ich glaube, dass sie richtig ist und war. Wir haben noch ein paar Vorschläge, wie man die Probleme lösen kann und neue Züge und Straßenbahnen schneller und besser auf die Schiene bringt. Erstens, mehr Personal im EBA, das sagte ich bereits. Zweitens soll die Bahn wieder enger mit den Zugherstellern zusammenarbeiten, statt gegen sie. Es gibt schon Tendenzen in die Richtung. Beim neuen ICX wird es so und besser gemacht. Drittens, es muss ausreichend Zeit bleiben zwischen der Bestellung und der Auslieferung von Zügen. Und da muss bei Ausschreibungen im öffentlichen Nahverkehr ein solcher Zeitplan auch möglich sein. Das heißt, die Finanzierung muss auch sicher sein.
Und schließlich könnte man auch die Sonderwünsche von den Nahverkehrsträgern ein bisschen reduzieren. Warum muss die Zugtoilette in Hessen vorne sein und in Sachsen hinten? Wenn man die Standards und die Ausstattung einheitlicher macht, dann braucht man weniger Geld, Zeit und Zulassungsaufwand. Kurz, für uns als Linke kommt es auf Folgendes an. Erstens, Prüfung und Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen soll eine öffentliche Aufgabe bleiben. Und das Eisenbahnbundesamt muss für diese Aufgabe besser ausgestattet werden. Zweitens, es braucht mehr Zusammenarbeit und nicht Konkurrenz zwischen den beteiligten Unternehmen. Und diese Zusammenarbeit kann und soll auch politisch unterstützt werden. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Leidig. Nächste Rednerin ist für die SPD. Die